und Sportfreunde Stiller, ein Kompliment möchte ich euch mal zeigen auf der Ukulele. Und zwar brauchen wir 4 Akkorde. Einmal D-Dur, einmal A-Moll, C-Dur und E-Moll. D-Dur greift man mit dem zweiten Finger im zweiten Bund oberste Seite, dritter Finger im zweiten Bund zweite Seite von oben und den vierten Finger auf der zweiten Seite von unten im zweiten Bund. D-Dur. A-Moll ist nur der zweite Finger im zweiten Bund oberste Seite. Dann C-Dur ist der dritte Finger im dritten Bund unterste Seite. Und E-Moll ist der erste Finger im zweiten Bund unterste Seite, zweiter Finger im dritten Bund zweite Seite von unten und den dritten Finger im vierten Bund zweite Seite von oben, E-Moll. So, und jeder Akkord wird 2 Takte gespielt und es sind nur Downs. Das heißt, 2 Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 D 2 Takte. A-Moll 2 Takte, C-Dur 2 Takte und E-Moll 2 Takte. Und Refrain und Strophen werden gleich gespielt. Immer mit diesen 4 Akkorden und jeweils 2 Takte. Ja, nehmt doch gleich mal die Ukulele in die Hand, ausprobieren und viel Erfolg. Danke.